fangen jetzt nun mit dem ersten Thema an. Das ist vielleicht auch ein Thema, was uns alle, denke ich, tagtäglich betrifft. Das ist das Thema Bildungspolitik. Und wir werden bei jedem Thema jetzt so verfahren, dass wir zunächst eine Anfangsfrage stellen. Und da bitte ich alle Kandidaten dann kurz in 2, 3 Sätzen darauf zu antworten. Danach werden wir in die Diskussion gehen und auch zum Ende der Rubrik werden wir nochmal eine Endfrage stellen. Bildung gehört auch immer Forschung und da wollen wir insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den Universitäten in Europa fördern. Bildungspolitik ist keine Freibierveranstaltung. Deutschland ist eben nicht nur das Studium von was auch immer. Es gibt die duale Ausbildung, es gibt die Möglichkeit der Lehre, es gibt auch eine große Offenheit zwischen den Systemen. Das ist eigentlich führend in Europa. Ich glaube, durch den europäischen Austausch von allen jungen Menschen schaffen wir es auch, dass Europa enger zusammenwächst. Und das ist eben ein ganz großes Ziel, dass wir nur durch eine europäische Bildungspolitik verwirklichen können. Langfristig ist das was, worüber man nachdenken kann, wenn wir das Ziel des europäischen Mutterstaats verfolgen. Dann sollte man sicherlich auch die Bildungsfähigkeiten ausrichten. Aber das ist ein massiver Eingriff in nationale Rechtsprechung, denn wir müssen uns auch bewusst sein, dass nichts, was innerhalb der nächsten 10, 20 oder 30 Jahre passieren kann, sondern wir viel, viel Zeit brauchen. Wenn ein berufsbildender Abschluss irgendwo gemacht wird in Spanien, dann ist auch klar, dass er für die weitere Ausbildung in Frankreich anerkannt werden muss. Also es ist ja vollkommen egal, wie wir die jeweils nennen, aber wir müssen dafür sorgen, dass wenn jemand so einen Abschluss hat, ja, und sich da reingehängt hat und den gemacht hat, dass da auch gefälligst alle drauf schauen, dass der anerkannt wird. Es gibt hier wieder so ein klassischer Bereich, wo sich eine Aufgabe gesucht wird, die nicht notwendigerweise zentral gemacht werden muss, wo durch die Zentralisierung und Harmonisierung nur eine Verschlechterung und Verbesserung und Inflationierung des Themas zu erwarten. Ich glaube, das haben wir gesehen bei Bachelor und Master, das würden wir dann auch sehen beim Abitur. Würde ich gerne einmal widersprechen. Also Sie haben gerade gesagt, dass Sie den jungen Leuten irgendwie gerade durch die individuelle Lebensläufe mehr Chancen einräumen wollen. Aber Chancen ergeben sich gerade dadurch, dass ich Abschlüsse vergleichbar mache, wenn ich sie jetzt auch nicht komplett gleichsetze. Und wenn Sie jetzt dagegen reden, dann nehmen Sie doch den jungen Leuten die Chance, die Sie ihnen vorher versprochen haben. Es kann nicht sein, dass Estland das beste und billigste Internet in ganz Europa hat. Das heißt, da ist erstmal der erste Schritt, abgucken, verbessern, vor allem nachbessern und natürlich die Förderung von Startups. Das ist ganz wichtig, da gibt es auch in unserem Ratprogramm ein ganz wichtiges Kapitel zu Gründerstipendien, Ausbau von Seiten der Europäischen Union, Fördermittelausbau und insbesondere auch Regularien abbauen, dass die freier und schneller agieren können. Die hat Lizenzen versteigert, das macht nämlich kaum ein anderes Land. Und das behindert den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Und was noch wichtig wäre, ist die Forschung bei künstlicher Intelligenz und so weiter. Die findet nämlich zum größten Teil in privaten Unternehmen statt und nicht an öffentlichen Hochschulen. Deswegen hat die Ergebnisse davon nur bedingt eingesehen werden können. Ich glaube, wir müssen bei der Digitalisierung viel mehr machen und viel mehr europäisch. Breitbandausbau ragt in Deutschland, kann man auch europäisch fördern, gerade grenzüberschreitend. Ich weiß nicht, warum wir da immer halt machen müssen, warum jedes Land sich selbst helfen muss, wenn wir das auch auf europäischer Ebene regeln können. Wir wollen zum Beispiel auch eine Behörde gründen, eine neue für Sprunginnovationen, das heißt für Innovationen, die disruptiv sind, also die Entwicklung bringen, die wir so noch nicht hatten. Gerade auf digitaler Ebene haben wir da, glaube ich, ganz große Chancen. Als Beispiel, was eine Sprunginnovation ist, der Henry Ford, der in der Automobilbranche ein großer Innovator war, hat gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Aber er hat halt neu gedacht, outside of the box quasi, und hat das Auto marktreif gemacht. Und genau sowas wollen wir halt in Europa auch von der EU aus unterstützen. Ja, also die Grundlage, um überhaupt digital weiterzukommen, ist tatsächlich einfach der Zugang. Ja, zu schnellem Internet. Ja. Ansonsten kann keiner irgendwas entwickeln. Man kann es vielleicht dann zu Hause auf dem Rechner programmieren, aber kann damit halt nichts anfangen. Ja, und das kostet verdammt viel Geld, das ist klar. Ja, wie die meisten Sachen, die wir für die Zukunft brauchen, die kosten halt Geld. Das Geld ist da draußen aber, also uns gehen jedes Jahr fast 1000 Milliarden Euro in Europa durch Steuerhinterziehung, Steuervermeidung, Steuergestaltung verloren. Wenn wir uns das holen und da investieren, dann haben wir alle den Zugang zu dem schnellen Internet und dann können wir diese Startups auch tatsächlich unterstützen.
Die andere Sache ist Standards. Das klingt immer so wahnsinnig langweilig. Ja, aber wenn wir in Europa Standards setzen, so wie MP3 zum Beispiel, was ja in München entwickelt worden ist, dann können wir in Zukunft kontrollieren, wie das mit der Digitalisierung läuft. Und sind nicht irgendwie den anderen ausgesetzt, ja, aus den USA oder aus China, die dann im Grunde genommen bestimmen, wie unsere Wirtschaft und Unternehmen in Zukunft funktionieren. Und deswegen ist das so ein fundamental wichtiges Thema einfach. Es gibt ja zwei Seiten, einmal von der Hardware betrachtet, einmal von der Software, sag ich mal. Wir haben es ja auch heute beim Eingang erlebt, unfreiwillig, ja. Also wenn es klappen soll, muss man es selbst machen oder mitbringen. Bring your own device, so ist auch die Praxis in der Wirtschaftswelt. Ja. Vorstellen, dass man da digital so eine Einheitslösung hat, die da überall funktioniert, ist meistens mit zeitlichen Verzögerungen. Ganz konkret sieht es dann schon so aus, dass man nicht alles gemeinsam machen kann, wenn es nämlich um Geld geht und die Frage, wer steckt sich das in die Tasche? Zum einen müssen wir auch die Marktmonopole, also gerade Facebook zum Beispiel, das müssen wir eigentlich zerschlagen. Aber auch sowas wie, dass die Unternehmen einfach im Digitalbereich keine Steuern zahlen, das kann natürlich auch nicht sein, weil sie einfach bei der Land gehen und Euro 50 zu steuern haben. Deswegen brauchen wir auch einen europäischen Mindeststeuer. Wir präferieren da als CDU Deutschland ein Modell der Lizenzierung. Das bedeutet keine Uploadfilter, sondern die Leute, die ihre Werke uploaden, werden die selber vermarkten über die Verwertungsgesellschaft, durch GEMA etc. pp. Und die Plattformen werden dann bei diesen Verwertungsgesellschaften die Rechte einkaufen und dann werden sie, wenn ich mein Rihanna-Trans-Video hochladen will, werden sie das eben können. Urheberrecht, das muss auch in ein digitales Zeitalter transformiert werden. Es kann nicht sein, dass die Künstler für ihre Werke nicht bezahlt werden. Schön, dass du gerade mal im Chor angesprochen hast. Ja? Ich meine, es ist ja schön, dass wir dann in Deutschland sagen, okay, keine Uploadfilter in Deutschland, aber genauso wenig wie das Klima macht halt irgendwie das Internet an Grenzen halt. Und wenn andere Staaten Uploadfilter einführen, und Frankreich hat es angekündigt, Italien hat es angekündigt, Spanien hat es angekündigt, ja, dann wird halt YouTube Uploadfilter machen. Ja, und dann sind sie halt hier in Deutschland und die werden ja nicht, nur weil es ein bisschen milder hier in Deutschland ist, dann sagen, okay, ihr kriegt eine Sonderregelung für Deutschland. Und das ist halt gesetzlich so. Ja, und wir hatten eine Alternative auf dem Tisch. Timo Wölken, SPD-Abgeordneter, und Julia Reda, ehemals Prälatin aus der Grünen-Fraktion, haben einen Gegenvorschlag auf den Tisch gelegt und haben gesagt, okay, wir haben diese Möglichkeit, das so ähnlich wie diese Lizenzierung zu machen, nur ohne große Datenbank. Und das wurde abgelehnt und das wurde auch von der CDU abgelehnt. Es waren 5 Stimmen Unterschied am Ende. Wir hätten die Upload-Filter im Europäischen Parlament fast abgeräumt und das ist nur den Protesten auf der Straße zu verdanken, ja, die da ganz viel Unterstützung nochmal ins Parlament gespült haben. Das ist nicht so, dass es nichts bewirkt hat. Von 3/4 zu 1/4 zu 5 Stimmen Unterschied. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir eine Abstimmung im Parlament zu so einem Thema haben, geht wieder raus auf die Straße, weil dann holen wir die 3 Stimmen auch noch, dass es keine 5 Stimmen Unterschied dagegen sind, sondern eine Stimme für das, was wir in Zukunft für dieses Internet wollen, sodass es auch weiter funktioniert. Eins muss man noch sagen, das ist die Position der CDU Deutschlands, wir wollen keine Upload-Filter in Deutschland. Was die anderen Staaten machen, ist nun mal ihnen teilweise auch überlassen. Wir leben in auf einer freien Welt. Jede Regierung kann für sich selbst für ihr eigenes Land entscheiden, können wir nicht beeinflussen. Und zum anderen, wenn YouTube von sich selbst das einführt, naja, YouTube ist auch ein freies Unternehmen, ihr müsst es nicht nutzen. Wenn ihr es nutzen wollt, dann müsst ihr euch den AGBs und den Geschäftsordnungen und den Modellen YouTubes unterwerfen. Haben, da möchte ich auf das eingehen, was du gesagt hast, möchte ich dir recht geben, ist eigentlich ein Kommunikationsproblem und ein Transparenzproblem. Es war super, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Wir haben auch in Münster zusammen mit allen Jugendorganisationen außer der JU, die wollten leider nicht mitmachen, obwohl sie ja eigentlich auch gegen Upload-Filter ist, haben wir einen großen Protest organisiert, über 1000 Menschen waren da. Das war in ganz Europa, in ganz Deutschland nicht anders. Über 5 Millionen Menschen haben auch diese Petition unterschrieben. Das war total wichtig, dass wir da auch dieses zivilgesellschaftliche Engagement haben. Und dann kann es halt nicht sein, dass Herr Kaspari hingeht und sagt, das sind Bots gewesen. So, da haben wir doch das Problem, dass die Wertschätzung für die Menschen überhaupt nicht da ist. Und das finde ich auch wieder, wenn jetzt hier gesagt wird, ja, YouTube ist halt ein freies Unternehmen, dann, wenn man da die AGBs unterschreibt, dann muss man halt mitmachen, was die tun. Wenn man vorher selbst die Gesetzgebung so verabschiedet, dass YouTube fast dazu gezwungen ist, Upload-Filter einzurichten, da passen einfach Realität und Anspruch nicht zusammen. Und da würde ich mir in Zukunft von der Politik, da nehme ich jetzt niemanden aus, einfach mehr Wertschätzung, mehr Transparenz, mehr Offenheit und mehr Klarheit wünschen.
13. Es ist im Prinzip nur eine Umsetzung der allgemeinen Rechtsprechung von verschiedenen Gerichten, also auch dem Europäischen Gerichtshof, in Gesetzgebung, dass das einfach nur festgeschrieben wird. Geregelt war das im Prinzip so ungefähr, sind noch ein paar Zusätze dazu gekommen, aber ungefähr galt das schon so. Filme, wie ich Minecraft zocke, und zwar 2 Stunden lang, und das hochlade, dann ist das ja keine Urheberrechtsverletzung, weil dann habe ich das ja von niemandem geklaut, sondern das ist mein eigenes Werk. Wenn ein YouTuber ein Geschäftsmodell hat, wo er Werke von jemand anderem klaut und damit sein eigenes Geld verdient, dann ist das eigentlich nicht ein Geschäftsmodell, sondern es ist digitaler Diebstahl. Ne? Das Problem ist aber, dass es nicht die trifft, sondern es trifft die ganzen kleinen YouTuber und kleinen Künstler, jetzt auch, wenn du es über eine Verwertungsgesellschaft machst, so wie ihr es vorschlagt, dann weniger Geld rausbekommen als vorher, weil die Verwertungsgesellschaft dann natürlich immer auch was dafür nimmt. Das hat nichts damit zu tun, dass sie von irgendjemandem was klauen oder so, ja, sondern einfach ein Problem haben in dem System, wie es dann ist, zu ihrem Recht und zu ihrem Geldwand. Also niemand unterstellt, was zu klauen. Es ist nur so, wenn du was klauen solltest, dann bist du eben unter der Richtlinie. Wenn du nichts klaust, dann bist du nicht betroffen. Dann kannst du dein Let's Plays oder was auch immer sonst so weiter hochladen. Hast du kein Problem mit der Richtlinie. Ich überlege, was aus heutiger Sicht die kleinen Kinder, also auch ich, also die alle Jugendlichen kommen nach Hause, wir haben so gewisse YouTuber, die verfolgen einfach, die mögen wir. Und wir kommen nach Hause und gucken Süd-Videos, aber das ist euch nur so auch ein Teil unseres Lebens geworden. Und mich würde ich einfach interessieren, wie es die CDU oder jetzt auch du, was du dir darunter vorstellen würdest, sehr viele Sachen von YouTube wegfallen würden. Was würde denn mit den Kindern sein, die an der Schule rauskommen, was würden gucken, wenn die irgendwelche RTL2? Also RTL2 unterstütze ich so erstmal nicht als Bildungsprogramm. Buchlesen ist vielleicht nicht verkehrt. Ich glaube einfach nur nicht, dass so viele YouTuber da wegfallen, weil einfach zumindest bei den extremen Großen, ich weiß jetzt nicht, welche du verfolgst oder guckst, aber zumindest bei denen, die ich ab und zu mal schaue, ist dann ein Werk von ihnen selbst da, das heißt, die sind nicht von Artikel 13 betroffen. Die nächste Frage wäre, abgesehen von Artikel 13 und so, habt ihr in eurem Wahlprogramm irgendwas zur Digitalisierung unserer Schulen? Also die Ausstattung der Schulen ist erstmal städtische Aufgabe, das ist das Gebäude und die Ausstattung der Klassenräume. Des Weiteren ist generell Schulpolitik föderale Aufgabe, also Ländersache. Da macht unsere Landesregierung zum Beispiel einen verdammten Job zurzeit. Also Europa, das ist im Europawahlprogramm, da steht, da wirst du nichts finden dazu, weil es einfach da fehlt. Ja. Also es gehört ja zur Strukturpolitik, ne? Und zur Bildungspolitik auf europäischer Ebene. Und wenn wir irgendwie europaweit Gelder zur Verfügung stellen, ja, damit sich so Sachen weiterentwickeln können, dann stehen denen natürlich auch Schulen zur Verfügung, um den Schritt zu machen. Ja, das heißt, wie man an die Förderung rankommt, läuft tatsächlich über die Stadt, weil die Schule selber nicht antragsberechtigt ist. Ja? Aber diese Gelder aus den Strukturfonds stehen natürlich gerade auch dafür zur Verfügung. Ich denke mal, wir haben jetzt lang genug über das Thema gesprochen. Da könnte man natürlich auch noch viel länger drüber sprechen. Wir kommen aber jetzt zum nächsten Thema. Die Zeit läuft uns nämlich davon. Das nächste Thema ist Klimapolitik. Das ist ja wir versuchen das so kurz wie möglich zu machen. Trotzdem ist es ein Thema, was euch scheinbar interessiert, weil dazu kamen auch ganz viele Fragen. Und wenn wir einmal hier in die Bilder schauen, die stand ja eben oben an unserem Europastand, da konntet ihr ja abstimmen. Zum Beispiel die Frage, ob sich die EU für höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes einsetzen sollte, sieht man da ganz viele grüne Punkte. Deshalb dort als Frage, ich würde sagen, ich greife das direkt auf, soll sich die EU höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen und ich würde auch jeden kurz bitten, wirklich kurz was dazu zu sagen. Natürlich sollten wir auch höhere Ziele bei der Reduzierung des CO2 setzen, weil das Problem ist, Klimawandel kennt jeder, also der ist schon im Gange. Das ist das Problem. Und wenn wir jetzt nicht mehr handeln, dann brauchen wir es eigentlich, können wir es eigentlich gleich sein lassen. So nach dem Motto, ja, jetzt hat es bald gar keinen Sinn mehr. Also wir müssen jetzt das Schlimmste verhindern, um diese Welt noch lebenswert zu halten. Die Thematisierung von Dingen, die keine Probleme sind, sind eigentlich ein Wahnsinns. Einerseits Ablenkungsmanöver, auf der anderen Seite eine wichtige Vorstufe, dann eine Politik durchzudrücken, die uns auch in dem Bereich wieder kräftig in die Tasche greift, nämlich die CO2-Steuer. Ja? Also es wird hier aufgebaut, ein Phänomen, wo das Klima hat sich seit Bestehen der Erde gewandelt. Probleme der Reihenfolge nach behandeln und sich nicht wirklich in jedes Boxhorn jagen lassen, auch wenn es noch so süffig ist. Ja.
kippt, dann ist dieses Glas voll. Und ob ihr da jetzt drauf guckt oder noch einen Liter drauf macht, ist vollkommen egal. Das Glas läuft in dem Moment über. Das ist jetzt aber nicht relevant, ob der Mensch gemacht, wie der Anteil des Klimawandels um 60% oder 5% ist. Der Teil, den wir beeinflussen können, den müssen wir halt einfach beeinflussen. Diese 12.000 Studien zum Klimawandel da draußen, dann heißt es ja, bei 8.000 davon wird gar nicht gesagt, dass der Mensch gemacht ist. Ja. In diesen 8.000 Studien wird die Frage aber überhaupt nicht gestellt, ob der Mensch gemacht ist. Die beantworten nämlich andere Fragen zum Klimawandel. Und die 4.000 Studien, die Frage stellen, von denen sagen 97%, er ist soweit Menschen beeinflusst, Menschen gemacht, dass es relevant ist. Ja, das ist auch einfach Wissenschaft. Und dann ist die Antwort auf die Frage, sollten wir höhere CO2-Ziele haben, auch ganz einfach. Die Antwort ist ja. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. Ja, wir reden andauernd über die Ziele, aber nicht über das Wohin. Und dann ist hier auch der Punkt auch wieder ganz klar, Geld. Ja, ich kann nochmal diese 1.000 Milliarden Euro anführen, die wir da jedes Jahr verlieren an Steuerhinterziehung, Vermeidung und Gestaltung. Und das ist genau das Geld, was wir brauchen, um in erneuerbare Energien, mehr Energieeffizienz zu investieren, in vernünftigen Wohnraum, weil die meiste Energie ist unsere Heizung. Ja, und da müssen wir dafür sorgen, dass es vor Ort umgesetzt werden kann. Weil ihr wollt das umsetzen, die meisten Städte wollen das umsetzen, da müssen wir von der europäischen Ebene eben auch sagen, okay, hier sind die Mittel dafür, macht, wir helfen euch dabei, 2050 dekarbonisiert. Das ist eine schöne Botschaft, die wir auch mitnehmen können. Es hat zwar zu lange gedauert, aber mittlerweile ist eine Grundkonsens in der Politik vorhanden. Und da müssen wir, glaube ich, starten, das müssen wir aufnehmen und dann tatsächlich in den nächsten Jahren, die nächsten 5 Jahre werden ganz entscheidend dafür. Da würden mir, glaube ich, die Grünen sowieso sofort zustimmen, aber vermutlich auch alle anderen hier. In den nächsten 5 Jahren entscheidet sich, ob wir den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel wirklich noch effektiv bekämpfen können oder ob wir eben zum Scheitern verurteilt sind. Und ich bin da persönlich sehr optimistisch und glaube, zusammen kriegen wir das hier. Dann kommt man natürlich, wie macht man das Ganze? Und da gibt es nun ziemlich große Unterschiede eigentlich. Denn zum Beispiel, um die Hauptteile und die CO2-Emissionen zu reduzieren, sind diese Zertifikate, die ausgegeben werden. Und die werden rechts von mir, also das System an sich funktioniert kaum. Denn die Idee war, man hat zu dem Level von CO2 von vor so und so vielen Jahren, hat man gesagt, es gibt so viele Zertifikate und die werden dann langsam reduziert. Aber die Rate davon ist so gering, dass das kaum etwas bringt. Und deswegen stehen wir für eine CO2-Besteuerung, einfach eine klassische CO2-Besteuerung. Das heißt, man hat nicht die Zertifikate, die man tauschen kann untereinander und verkaufen kann, sondern ihr stoßt nur so viel Tonnen aus und so viel bezahlt ihr dann dafür. Ich glaube, zum einen erstmal muss man festhalten, die Europäische Union hat in der Vergangenheit schon verdammt viel Positives beim Thema Klimawandel gemacht. Die Europäische Union und vor allem die Zusammenarbeit der europäischen Länder ist es zu verdanken, dass zum Beispiel das Pariser Abkommen so beschlossen wurde. Das war sehr fortschrittlich. Jetzt danach den Klimagipfel in Katowice, da waren auch die europäischen Länder gemeinsam mit der Europäischen Union maßstabgebend für einen positiven Abschluss. Wir haben die Ziele gesetzt. Meiner Meinung nach reichen die Ziele vorerst aus. Jetzt müssen wir nur mal gucken,